Je mehr Geld wir haben, umso mehr Schaden, oder was soll das mir sagen? Ich sehe jetzt gar nicht die blöde Plattform, auf der ich hier... Komm, komm, jetzt knall ich euch so ab, oder versuche es zumindest. Verdammt mich. Also mit 14 Jahren habe ich angefangen, das ist jetzt über ein Dutzend Jahre her. Also wirklich 12 schöne Jahre ist es her, dass ich mit dieser Leidenschaft angefangen habe. Und wieso konnte ich den jetzt gerade nicht abschießen? Okay, egal. So, wir holen uns unsere Drohne wieder und den Rest hole ich jetzt nicht an Items, sondern wir gehen jetzt in die nächste Ebene. Fertig, aus. Wir müssen weiterkommen, sonst wir sind jetzt schon im Hard und wir sind erst noch in dem ersten Abschnitt, verdammt. Och nee, Damp Caverns. Das ist auch ein ganz furchtbarer Ort. Weil hier immer diese komischen Laserviecher rumrennen. Wie gesagt, also über den Front bin ich dazu gekommen. Seit 12 Jahren spiele ich etwa. Welche Systeme spiele ich? Also regelmäßig spielen tue ich eigentlich nur ein System aktuell. DSA. Und spielen ansonsten tue ich auch nicht so viel, weil ich mit noch nicht so viel Kontakt hatte letztendlich. Also ich habe mit DSA damals angefangen und wie das halt ist, wenn man mit 14 Jahren Pen-Paper-Rollenspiel anfängt. Genau, das wollte ich eigentlich noch ansprechen. Dann sieht das Ganze wirklich so aus wie in den Computerrollenspielen. Also man spielt nicht so, wie das Pen-Paper-Rollenspiel sich das gedacht hat, sondern man spielt sehr chaotisch, sage ich jetzt mal. Man spielt so, dass man eigentlich alles abmurksen möchte. Man ist nicht wirklich in dieser Rolle. Also man spielt, also Pen-Paper-Rollenspiel oder Rollenspiel ist ja eine Rolle, die man spielt. Oder das ist ja der Gedanke, dass man eine Rolle spielt, eine Rolle hat, eine Rolle übernimmt. Und die haben wir damals natürlich nicht übernommen. Ganz ehrlich, nein. Nein. Ich war damals zum Beispiel Zwerg, aber ich war nicht der Zwerg. Ich war nicht der typische Zwerg, wie sich das Spiel das gedacht hat. Ich war so der Zwerg, wie ich den von ja, wie gesagt, von so Sachen wie Skyrim jetzt. Okay, damals gab es noch nicht Skyrim, aber von so Rollenspielen kannte. Das heißt, man ist sehr belastet vom Computer her. Oder von dem, wie man es vom Computer her kennt. Und damit noch ganz weit weg von dem Charme, den eigentlich Rollenspiele entwickeln können. Das hat sich mit den Jahren und mit der steigenden Reife, mit der steigenden Erfahrung, mit dem... Okay, ja, da ist der Magmawurm, da ist der Magmawurm. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier haben wir schon wieder so ein komisches anderes Portal. Okay, okay, ich bin... ja, wir sind im Very Hard Modus schon. Nach 20 Minuten. Deshalb habe ich ein Problem. Kann ich da nicht irgendwie reinspringen? Nein, kann ich nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Und wie gesagt, ich bin noch ganz weit. Ups. Oh. Aua, da habe ich mir nur selber Schaden gemacht. Autsch. Nein, 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 bleib mir weg, bleib mir weg, bleib mir weg, bleib mir weg. Puh, nein, ein zweiter Magmawurm. Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln? Nein, 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 nein. Wir rollen weg, wir rollen weg, wir rollen uns weg. Wo ist denn jetzt das Portal? Willst du mich veräppeln? Gib mir das Portal. Aber hurtig, ich bin sonst hier gleich bald tot. Ich bin sonst hier gleich bald tot. Aber wirklich. Ja, das geht doch nicht. Das könnt ihr doch hier nicht machen. Das ist unverantwortlich. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Autsch. Ja gut, das heißt, wir haben auf jeden Fall, sind wir mit einem Ersatzleben unterwegs. Oder mit einem Ersatzmann sind wir gleich unterwegs, weil das wird nichts mehr. Ja,
habe ja nicht mal das Portal bis jetzt gefunden. Wo ist denn hier das Portal? Willst du mich veräppeln? Och, da ist es endlich, da ist es endlich. Und jetzt müssen wir auch noch 90 Sekunden noch mal zusätzlich überleben. Boah, grüne Neune. Boah, der macht uns so viel Schaden, Ah, Mist. Das ist nicht gut. Boah. Komm. Bam. Ich sollte mehr meine Funktionen nutzen. Ich habe auch so ein paar Sachen testweise ausprobiert. Viel zu wenig, wie ich finde, aber ich habe auch nicht so die Zeit. Also ich habe ja nicht mal für normales Pen-Paper-Rollenspiel im Moment die Zeit. Bei mir ist es so aktuell, dass ich... Boah. Ich weiß gar nicht, ob das Schaden macht, wenn ich den nur so hinten irgendwie treffe. Na toll. Das ging völlig in die falsche Richtung. Bei mir ist es freizeittechnisch aktuell so, dass ich... Noch, ich schieße schon wieder in die falsche... Och, hätte ich das mal gelassen. So. Dass ich gerade mal noch, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Warum dreht er sich denn nicht immer so richtig zu den Gegnern? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum er sich nicht vernünftig zu den Gegnern dreht. Mann. Da, schon wieder. Der dreht sich einfach nach rechts. Genau. Verdammt. Powerplush und Plunder zum Beispiel habe ich ausgetestet mal oder austesten können. Ich würde viel mehr Sachen auch ausprobieren können. Aber, wie gesagt, da fehlt die Zeit. Aktuell ist so das Einzige, was ich mal so ausgetestet habe, dieses Powerplush und Plunder. Da ist man ein Plüschtier. Man ist ein Kuscheltierchen und erlebt Abenteuer. Dann gibt es, wie gesagt, es gibt alles. Man kann als Ratte unterwegs sein. Es gibt, das heißt auch Ratten. Da ist man als eine Ratte in einem Rattenclan in einem Supermarkt unterwegs. Wenn ich das richtig im Kopf noch habe. Oh, da haben wir den ersten weg. Meine Güte. Okay, wir machen den auch so Schaden, wenn wir die irgendwo treffen. Gucken wir natürlich, dass wir möglichst viel Schaden anrichten. Boah, super. Super. Puh, toll. Das ist doch ein Mist hier. Ach, du. Und wir sind bei Insane. Das läuft super. Ich sehe schon, ich kann mich super konzentrieren. Wie gesagt, ich würde viel, viel lieber noch andere Systeme ausprobieren, aber da ist einfach die Zeit nicht vorhanden, was immer sehr, sehr ärgerlich ist. Also, ganz ehrlich, wegen der Zeit oder wegen mangelnder Zeit seinem Hobby nicht nachgehen zu können, ist sehr blöde. Aktuell, wie gesagt, habe ich eine Gruppe, da spiele ich alle 2 Wochen DSA. Sind in einer Kampagne unterwegs. Für die DSA-Spieler oder für die, die DSA kennen, wir sind an der Filiasson-Saga dran. Und wenn man sowas spielt, man muss auch überlegen, also so ein großes Abenteuer oder ein Abenteuer, das kann wirklich lange dauern. Also überlegen wir jetzt mal, man ist am Tisch. Es gibt auch, oder man muss auch noch den Unterschied machen zwischen Tischrunden und anderen Runden, aber dazu komme ich noch alles. Man sitzt am Tisch, man sitzt vielleicht 4 Stunden zusammen, spielt 4 Stunden und sagen wir mal wöchentlich. Dann kann es trotz allem sein, dass man an so einer Kampagne Jahre sitzt. Wirklich jahrelang versucht man, die Handlung dieser Kampagne abzuschließen. Also man kann sich das vorstellen wie so Game of Thrones. Das ist ja auch nicht nach einer Staffel zu Ende oder im besten Fall nicht zu Ende. Und das Ding läuft ja auch ewig und 3 Tage. Und so ist das dann halt auch mit diesen Kampagnen. Man spielt richtig, richtig lange.
bisweilen. Also nicht immer, nicht jede Kampagne ist so, aber es gibt halt welche. Da sitzt man dann... Ach, Mensch, 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 Mensch. Da sitzt man dann halt lange dran und erlebt lange Abenteuer. Uha. Erlebt viele Abenteuer, erlebt schöne Abenteuer. Ah. Mist. Habe ich einen gekillt? Konnte ich einen killen wenigstens? Und dann, wie gesagt, jeden oder einmal die Woche 4 Stunden gespielt und das jahrelang. Also das ist... Also mir macht das unglaublich viel Schaden. Wenn man dieses Spiel spielt, hat man einen Schaden. Definitiv. Unheimlich viel Spaß, wollte ich sagen. Boah, ich kann mich... In der zweiten Schwierigkeitsstufe kann ich mich noch viel, viel weniger auf das Spielen konzentrieren. Das merke ich richtig. Und ich glaube, das merkt ihr auch. Es ist gerade sehr anstrengend. So. Jawohl. Verdammt, das hat... Nein, da bin ich... Nein... Komme da nicht hoch. Oder kann ich vielleicht dadurch? Ja, nein, kann ich nicht, oder? Ne, der Drehsprung ist zu... Da bin ich auf einer zu geringen Höhe, um mich so dahin zu tricksen. Und wie ich da hinkommen soll, weiß ich auch nicht. Ich versuche ja hier, also ganz rechts, diese eine Stelle, ich versuche ja so gegenzuspringen und dann mich zu drehen, gegenzudrücken, damit ich so da reinglitsche, aber es klappt einfach nicht. Es will nicht klappen. Oh, meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Jetzt wird mir so zum ersten Mal auch so richtig der Unterschied zwischen Drizzle und diesem Schwierigkeitsgrad bewusst. Oh, da gibt es irgendwas. Oh, Gott. Ich bin richtig innerlich eingefroren gerade. Habe ich nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Oh, Moment. So. Und hopp. Und dann muss ich hier rüber, weil ich gesehen habe, hier ist ja noch was. Also alle 2 Wochen einmal. Für so 4 Stunden spielen wir. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, es gibt verschiedene Arten von Runden. Es gibt sogenannte Tischrunden, das heißt, man trifft sich dann auch wirklich zusammen, ist dann schön in gemeinschaftlicher Runde unterwegs und kann dann spielen. Und es ist so ein bisschen wie nicht Rollenspiel. Rollenspiel ist es schon, ja, ja, klar, aber es ist so ein bisschen wie Schauspielern. Also man kann wirklich, finde ich, Rollenspiel, Pen-Paper-Rollenspiel mit Schauspielern vergleichen, weil es so ein bisschen das ähnliche Konzept ist. Man spielt halt eine Rolle, man spielt sie wirklich mit Mimik, mit Stimme, mit allem. Also man verschmilzt mit seiner Rolle. Zumindest ist das bei mir so, handhab ich das so. Also ich bin da, gehe da richtig auf. Und dieses Thema hatte ich jetzt so ein bisschen, wobei das echt jetzt nur, also dem auch gar nicht so richtig gerecht wird, was ich da erzählen könnte eigentlich zu dem System. Aber da muss ich jetzt auch ein bisschen, weil sonst wird das zu viel, das kann ich alles gar nicht, alles was es so zu Systemen gibt, kann ich sonst gar nicht alles... alles thematisieren. So, Moment, kann ich die jetzt... Hä? Ist das nicht? Die Taste ist das. So kann ich das machen. Ja, so langsam zerschieße ich die. Es ist jetzt... Ach, genau. Jetzt nicht die optimalste Lösung gewesen, aber es war eine Lösung. Und da oben... wird mir die Lösung auch vielleicht hilfreich sein. Boah. Das ist schon hier Wahnsinn.
Wenn ich hier nämlich drin stehen bleibe, ohne die zu pausieren. Na gut, so kann ich wenigstens ein bisschen reden. So, die Systeme. 30 Minuten und ich bin nicht wirklich vorangekommen. Ich druckse mich wieder herum, aber das ist... Das ist nochmal ein ganzes Eckchen anders. Was zum Henker war das denn jetzt? Und... Kann ich wegballern, wegballern, wegballern? Konnte sie ein wenig wegballern. Jetzt warten wir nochmal. Also wie gesagt, sagen wir einfach DSA, bin ich da ganz großer Fan von und ich würde halt viel mehr lieber ausprobieren können, wirklich so Sachen. So, wie ist die aktuelle Situation? Tischrunden, Runden allgemein. Ich spiele online über Teamspeak. Also da ist es wirklich so, man trifft sich in einem Teamspeak-Chat. Man sieht sich nicht, man hört sich letztendlich nur, was nochmal eine ganz andere Art ist, weil man kann nicht mehr so dann mit Mimik und dergleichen arbeiten, sondern man muss komplett alles mit seiner Stimme machen. Und das hat nochmal einen ganz anderen Reiz, wie ich finde, nochmal einen ganz besonderen Reiz, weil alles mit der Stimme zu machen, ist viel, viel schwieriger. Es ist eine Herausforderung auf einer viel interessanteren Ebene auch. Und visuell gibt es aber auch ein bisschen was. Es gibt verschiedene Tools. Die beiden, die ich am ehesten benutze, sind Map Tool und Fantasy Grounds 2. Das sind halt Tools, womit man sich verbindet. Und dann gibt es halt einen, der Meister ist und der die Meisterrechte hat und dann die Karte aufrufen kann oder generell Karten einspeisen kann, wo wir unterwegs sind, zum Beispiel von Ortschaften, von Städten. Personenporträts, das kann der alles in dieses Tool einspeisen, kann das alles uns einblenden, dann sehen wir richtig die Sachen, dann ist das nicht mehr alles nur eine Beschreibungssache, sondern halt auch tatsächlich mit visueller Unterstützung. Das ist schon hilfreich für den Meister, der, und dann sind wir halt auch wieder an diesem Punkt, wo man wirklich noch diese Ergänzung hat, was man alles vom Tisch eigentlich kennt, in der digitalen Ebene auch zur Verfügung zu haben. Dann gibt es, in diesen Tools sind dann auch Würfelprogramme, die dann auf den Werten, die wir eingetragen haben in unseren Charakterblättern, die auch digital natürlich sind, haben wir dann diese Möglichkeiten, dass wir mit dem Tool dann würfeln und dann wirklich er auf unsere Werte würfelt. Wir können versteckt für den Meister würfeln, wir können alles Mögliche machen. Und diese Charaktere, also zumindest nehme ich hier auch wieder DSA als Vorbild, diese Charaktere sind unglaublich vielschichtig. Weil es ist nämlich so, dass diese Charaktere in DSA auch Vorteile und Nachteile haben, wirklich wie Charaktereigenschaften. Da gibt es dann den unsteten Charakter, der sich halt Sachen nicht so gut merken kann. Ich glaube, unstet war das. Dann gibt es Suchten, dass ich alkoholsüchtig bin und sowas. Weil Nachteile geben mir wieder Punkte, die ich für die Generierung wieder ausgeben kann, um mir Vorteile wiederum zum Beispiel zu erkaufen. Dass ich zum Beispiel eine gute, dass ich mehr Leben habe oder dass ich eine gute Körperkraft habe. Also eine Begabung in der Körperkraft oder in einer Eigenschaft. Weil es gibt auch Eigenschaften, auf die ich letztendlich würfel. Zum Beispiel, ob ich gut reite, wird dann von 3 meiner Statuswerte, auf die ich dann würfel, bestimmt. Das alles ist jetzt schon ein bisschen komplexer, um das jetzt mal eben in 5 Sekunden abzuhandeln. Und